Ja, gut. Dann Amit, du wolltest mich sehen. Gute Nacht für... Oh, ich habe Hallo. Das Teleskop. Es ist schöner, als ich dachte. Einem angehenden Astronomie-Genie würde ich doch kein drittklassiges Lunaskop anbieten. Aber, da ist noch etwas. Ach ja? Was, ne? Worum geht's? Erinnerst du dich an die Astronomie-Altäre, von denen Shah erzählt hat? Ja. Ich habe ganz zufällig auch etwas über sie gelesen. Mhm. Und anscheinend gibt es sogar einen hier in Hogwarts. Ich glaube, damit könnten wir verborgene Sternbilder finden. Oh nein, was? Und du brauchst also Hilfe beim Suchen? Ja, bist du dabei? Vom Koboldsteinclub will niemand mitkommen. Sie meinten, sie würden lieber von Steinen angespuckt werden als... Na, alles Feiglinge. Lass uns gehen, solange die Sterne zu sehen sind. Ich zeige dir dann auch, wie du das Teleskop benutzt. Versprochen. Na, let's go. Das musst du mir nicht zweimal sagen. Los. Klasse, du wirst es nicht bereuen. Wollen wir? Na, haben wir doch schon gesagt. Ich weiß sogar, wo das Ding ist. Oh, sieht das gruselig aus. Der Altar ist an einer Schlossmauer da vorne. Suche nach einer Steinplattform. Etwas, was da nicht hingehört. Wir erkennen ihn schon, wenn wir ihn sehen. Dann mal los. Es heißt, die Standorte der Altäre wurden einst von Zentauren zur rituellen Sternbeobachtung markiert. Zentauren? Warte mal, der geht aber nicht zu dem, wo ich hin wollte, oder? Es ist schön, die Sterne mal in Gesellschaft zu erforschen. Ich bin gerne hier. Es tut gut, mal den Klassenraum zu verlassen. So gruselig ist es hier draußen nachts gar nicht, was? Der Koboldsteinclub ist feige. Ehrlich? Ich muss jetzt hier vorpreschen? Warum führst du uns nicht an? Ach komm, jetzt scheiß denn in die Hosen. Rebellion. Irgendwie unheilvoll. Das sind doch nur ein paar Spinnweben und etwas Staub. Nichts Beunruhigendes. Was ist denn das? Oh, sicher. Nimm so. Was? Eine eingesperrte Badewanne? Diese Badewanne wird bereits seit eh und je unter Verschluss gehalten. Gerüchten zufolge wurde sie die Wanne vor... Was? Gerüchten zufolge wurde die Wanne vor Jahrzehnten verzaubert, um hinter Schülern herzujagen, die zu sehr mit ihrem Studium beschäftigt waren, um sich um die Körperpflege zu kümmern. Krass. Ja, den bräuchten wirklich. So manche bräuchten die. Meine Güte. Die hätte viel zu tun in unserer Welt. Amit, kann ich dich was fragen? Oh, natürlich. Ja. Warum faszinieren dich die Sterne so? Wahrscheinlich, weil es so viel über sie zu lernen gibt. Ich meine, es gibt zu vielen Themen viel zu lernen, aber die Astronomie scheint grenzenlos zu sein. Ständig wird etwas Neues entdeckt. Mhm. Es werden ständig neue Monde und Sterne entdeckt. Erst vor 50 Jahren wurde ein neuer Planet gefunden. Ach was. Mach keinen Scheiß. Wo genau ist dieser Altar, den wir suchen? Einer alten Astronomenchronik aus der Bibliothek zufolge könnte er irgendwo entlang der Schlossmauer sein. Eigentlich habe ich keine Fragen mehr. Oh, also gut. Ich habe bloß weiße Wimpern scheinbar. Gehen wir, oder? Achso, wir gehen. Ich muss vorgehen. Amit? Incendium. Ich mach mal hier alles frei. Rebellion. Scheiße dir immer noch ein? Amit, kann ich dich was fragen? Oh, natürlich. Okay. Wo genau ist dieser Altar, den... Eine alten... Das kennen wir schon. Entschuldigung. Eigentlich habe ich keine Fragen. Oh, also gut. Also gut. Sorry, hat man gerade schon gefragt. Du glaubst doch nicht, dass hier Spinnen lauern. Ach, scheiße, Ach, die Quatsch. Doch nicht so nah bei der Schule, Amit. Da, da ist der Altar. Na, den meinte ich aber nicht. Den Vortritt. Ich kenne noch... Ich kenne noch einen anderen. Das Sternbild sollte in der Mitte deines Blickfelds erscheinen. Okay, ich will erstmal ganz kurz gucken. Aber okay. Ah, ich muss zoomen auch. Sobald du das Teleskop ausgerichtet hast, können wir unsere Sternkarte ausfüllen. Yay, was ist das? Eine Leier. Ich hatte recht mit den Altären.
Sie sind tatsächlich Tore zu weit entfernten Galaxien, wie im Buch. Und dein Beitrag war von unschätzbarem Wert. Okay. Ich werde dich auf jeden Fall in meine Memoiren erwähnen. Super. Welche Memoiren? Danke, Amit. Ich freue mich schon darauf, sie zu lesen. Und ich mich darauf, sie zu schreiben. Das ist erst der Anfang. Der Amit, so richtig. Von diesen Altären auf dem Gelände und Mensch. Im Wald. Sie warten nur darauf, von einem würdigen Astronom entdeckt zu werden. Also ganz klar von jemandem wie dir. Und was mein altes Teleskop angeht, du musst es nicht zurückgeben. Behalte es ruhig. Danke, Amit. Das ist sehr großzügig. Danke. Ach, gerne. Es besteht aus Koboldglas und trägt eine Inschrift in Koboldogak. Ich spreche Koboldogak praktisch fließend, weißt du? Es kommt vor allem auf die Kehllaute an. Und das R muss locker von der Zunge rollen. Freut mich jedenfalls, dass dein Abenteuer erfolgreich war. Bis bald. Ciao. Ja, prima. Finde Astronomie-Altäre. Gut. Und zwar... Da sind wir. Nein. Ach, wir sind gerade. Weil ich nicht mehr genau. Warte mal, wo waren das? Hier. Nee. Dann anders. Dann hier. Was gibt's denn hier? Akio Duell 2. Okay. Aber ich gehe mal dahin. Weil ich weiß noch ungefähr dem Standort von einem anderen. Warte mal, kann ich fliegen? Ich weiß noch den Standort von einem anderen Altar. Und bevor ich das vergesse. Oh! Guck mal einer an. Nein, dich wollte ich nicht. Wie konnte ich das denn übersehen? Und bevor ich das vergesse, wo das war, machen wir es doch lieber gleich. Warte mal, habe ich es jetzt schon vergessen? Das war doch hier irgendwo, ne? Ja, hier war's. Da hinten steht's. Jep. Sehr gut. Dann nehmen wir das nämlich gleich mal mit. Amit war bestimmt schon mal hier. Mhm. Warte mal, das ist da der Orion. So ähnlich jedenfalls. Kann man rotieren, ausrichten. Nicht richtig. Wartet mal ganz kurz, Leute. Selbst durch die Kopfhörer höre ich irgendwelche komische Musik von meinem Nachbarn. Zum Kotzen, sage ich euch. Ich hasse meine Nachbarn. Das ist doch aber richtig hier, oder nicht? Ach, jetzt. War ganz knapp daneben bloß. Der Phönix. Mhm. Okay, wir kriegen ein bisschen Erfahrungspunkte und machen für eine Herausforderung. Prima. Dann werden die markiert. Weil wir hatten doch hier... Da ist er. Da ist er. Jep. Den machen wir auch noch fix.
Das war nämlich der, an dem wir vorhin, ja, vorbeigeflogen sind, oder? Hallo, wie schön, Sie zu sehen. Ja, hallo. Da lang. Genau. Genau der. Bing. Die Eidechse. Schön. Erinnert mich an Assassin's Creed Origins, war das, nicht wahr? Wo man auch die Bilder hatte, die Sternbilder. Gut. Hätten wir das. Dann nächste Hauptquest. Triff Nati beim Schloss Fabaton. Das machen wir. Wo ist das? Waren wir da schon? Mhm. Nee, da waren wir noch nicht. Bis da hoch sind wir noch nicht gekommen. Aber in der Nähe waren wir. Immerhin. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Was ist mit der... Ah, die ist weg. Okay. Weil hier stand ja die komische Frau, die so Schiss hatte, rauszugehen. Hallo, Mieze. Ja, mal kurz Mieze streicheln. Und einen Schluck trinken. Ja, feine Mieze. So, da wir einen Besen haben, benutzen wir den. Was gibt's hier? Oh. Warte mal, haben wir das Lager nicht schon mal ausgeräumt? Hat er gerade verfickter Treffer gesagt oder perfekter? Ein weiterer Weg in unserer Welt. Dünn, dünn, dünn. Hallo Niffler, du sitzt neben dem Käfig. Es ist der magische Käfig. Da kann man draußen sitzen und trotzdem ist man eingesperrt. Lohomora. Ja. Lass dich nie nochmal fangen. Außer von mir. Arresto Momentum. Ist er weg? Er ist schon weg, nicht wahr? Mist. Ich hätte ihn sofort schnappen sollen. So ein Mist. Na egal. Wir wollten liegen. Hui. Wer hier wohl gelebt hat? Ach du meine Güte. Ja, komm. Expelliarmus, Confringo! Incendio! Defendo! Wow! Confringo! Incendio! Expelliarmus, Defendo! Incendio. Schau! Zählt der da hinten noch mit dazu, oder was? Ach ja, Tatsache. Expelliarmus. Confringo. Defendo. Incendio. Weil der so weit weg war. Oh, dieses Stöhnen ist ja furchtbar. Rebellion. Gut, 125 Meter nur noch. Easy peasy.
Nachbarn. Ich sag euch, schafft euch keine Nachbarn an. Das ist das Beschissenste, was man machen kann. Wahnsinn, ey. Dann hier mal irgendwelcher für mich auf Lager. Techno-Mucke oder so ein Zeugs. Sorry, aber sowas regt mich immer wahnsinnig auf. Was müssen wir machen? Eine Kugel haben wir wieder? Oh, da unten. Mhm. Okay. Das ist halt das Problem, wenn ich das schon durch die Kopfhörer höre. Dann ist das ein bisschen nervig. Ich hatte... anderthalb Jahre so eine beschissene Nachbarin, die ganze Zeit getrampelt hat, wie so ein fettes, keine Ahnung, wie so ein fetter Elefant. Und das war schon nicht mehr feierlich, ey. Naja. Ich hoffe, es geht nicht zu lange heute. Was? Revelio. Jetzt war die weg. Okay. Meine Kugel ist weg gewesen. Muss ich den Weg? Hallo, Kugel. Mhm. Ah, nein. Okay. Alles klar, ich habe gerade gelernt, wie ich das mit der Kugel da machen muss. Danke. Sehr nett. Dann Depulso. Depulso. Und let's go. Viel Spaß beim Rollen, liebe Kugel. Jetzt werde ich noch zermatscht. Juhu! Kommt sie? Okay, ich komme nicht weiter hoch. Aber die Kugel kommt. Sie kommt nach und nach. Wuhu! Nein! Warum? Okay. Und schon war das ganze Indiana Jones Feeling wieder weg. Muss ich das jetzt verstehen oder? Komm, Kugel. Nicht zu weit diesmal. Rein da. Akio. Komm, komm, komm. Sag mal, ich zauber doch schon. Mit dem richtigen Zauber. Jetzt komm da rein. Meine Güte. Merlins Prüfungen kriegen mich nicht klein. Junge, Junge, Junge. Also manchmal... Super. Manchmal ist es ja fast wie das mit den Nachbarn. So, und die will mich hier in der Burg treffen. Bestimmt mit dem Hippogreif, oder? Rebellion. Die Nati, die war doch das mit dem Hippogreif, der bei ihr um die Ecke war, oder? Ja, das ist ein Böser, oder? Das ist ein Sumpfkrattler. Ja. Naja. Vielleicht müssen wir den Hippogreif dann vor dem Sumpfkrattler retten. Würde mich nicht verwundern. Hm. Schön, dass es hier ein... Ach ja, das war ja der Stopp.
Wieder mal auf Abenteuertour? Schloss Fallbachton. Ich bin immer auf Abenteuertour. Confringo, Expelliarmus. Hey, du da. Jetzt ist aufgewacht. Expelliarmus, Defendo. Oh, voll erwischt. Ach komm. Donnerblitz! Wofür haben wir den denn? Wenn wir ihn nicht einsetzen. Voll gut mit der alten Magie. Gefällt mir. Revelio. Und dass wir die so schnell aufladen. Da ist noch einer. Incendium. Protego. Expelliarmus. Tschüssi. Dicke Kröten. Prima. Sumpfkratler. Haben wir hier noch was? Da hinten sind bloß ein paar Eier, wie es aussieht. Oh, und hier drin ist ordentlich was los, wie es scheint. Aber wir machen die Mission. Na gut, den Sack holen wir uns noch. Ganz fix, ja. Danke. Geld ist Geld. Und wir warten. Haben wir uns jetzt in Dreck gesetzt? Ach, und schon wieder Nacht. Naja. Ach doch, nicht die mit dem Hippogreif. Nati! Psst, hier drüben. Ja. Leise. Psst. Schön leise sein. Gut, dass dich meine Eule erreicht hat. Mhm. Wir müssen in Deckung bleiben und still sein. Warum? Nati, was ist los? Was machen wir hier draußen? Wie versprochen, habe ich untersucht, was Harlow vorhat. Oh ja. Ich habe ihn in den Eberkopf verfolgt. Er hat einen Brief gelesen. Alles, was ich erkennen konnte, war die Unterschrift und das Siegel von Victor Rookwood. Und nachdem du meintest, dass Rookwood und Harlow hinter dir her sind, dachte ich, du wärst perfekt geeignet, um sie mit mir zu erledigen. Ein für alle Mal. Der Brief ist der Beweis, den Officer Singer braucht. Deshalb habe ich Harlow hierher verfolgt und dir geschrieben. Ich brauche deine Hilfe, um an ihn heranzukommen. Hast du gut gemacht. Ja, na dann. Du scheinst Rookwood und Harlow unbedingt aufhalten zu wollen. Warum? Leute wie ihn kenne ich aus Uganda. Wenn man sie nicht stoppt, können schlimme Dinge geschehen. Das ist eine lange Geschichte. Ich erzähle sie dir, wenn wir mehr Zeit haben. Jetzt sollten wir tun, wozu wir hier sind. Genau, alle umbringen. Können wir nicht direkt zum Ministerium statt zu Officer Singer? Denkst du etwa, die hören auf Schüler? Nur Officer Singer kann eine Untersuchung einleiten. Das Ministerium kommt später dazu. Na dann, let's go. Ich helfe dir mit dem Brief, Nati. Freut mich zu hören. Zuerst müssen wir in den Bergfried. Ich gehe zum Haupttor. Such du einen anderen Eingang. Ich sehe zwar keine Wachen, aber wir sollten möglichst lautlos vorgehen. Harlow ist schließlich hier. Lautlos. Das ist nicht so meins. Aber gut. Dann mache ich mal so. Hoch, Paul! Hoch mit dir! Ich soll lautlos sein. Was ist das? Was das wohl ist? Ach, zum Hochmachen, wa? Na, nichts. Das war nichts. Vielleicht etwas mit mehr Kraft dahinter. Das hat geklappt. Und das hat bestimmt niemand gehört. Revelio. Weil das total leise war. Accio. Wingardium Leviosa. Ach, hier hin, ne? Hä? Nicht richtig? Aber das ist doch eine Käsewand hier, nicht wahr? Brauchen wir noch mehr? Revelio. Was gibt's hier noch? Ah! Ach nee, das ist eine Kiste. Ja, die habe ich fast vergessen. Levioso. Da
Dann eben so. Revelio. Okay. Ich muss einen Weg ins Torhaus finden, um Natti das Tor zu öffnen. Das war's nicht. Deposo. Das ist so leise. Wir sind hier wie Geister. Revelio. Uns hört niemand. Junge, 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 was ist denn hier los? Das wird einen fetten Kampf geben da unten. Aber einen richtig fetten Kampf. Stimmt, Boss. Sackgasse. Es muss einen anderen Weg geben. Mal wieder Bosskampf. Geil. Hier rein, oder? Hä? Warte mal, was habe ich denn jetzt übersehen? Nichts. Das Fenster ist... Gehen wir nicht durchs Fenster? Mensch, hier. Geh durch das Fenster, Junge. Akio. Deposo. Okay, das hört niemand. Überhaupt niemand. Akio. Wingardium Leviosa. Okay, was übersehe ich hier gerade? Ah, das übersehe ich. Ich bin ja auch doof. Entschuldigung. Aha, das könnte das Tor hochziehen. Accio, Vengatium Leviosa. Deposo. Accio, Vengatium Leviosa. Können wir das nicht zum Versperren dann nehmen oder sowas? Was haben wir hier? Oh. Ich kann nicht glauben, dass ich das aufschreiben muss. Aber ihr Schwachköpfe, hört einfach nicht zu. Schiebt das Tor auf, sprengt es nicht. Wenn es noch einmal in die Luft fliegt, schwöre ich, es ist das Ende. Nein, euer Ende. Okay, nicht sprengen. Confringo. Schieben. Mensch, geh doch mal weg, du Kiste. Arresto momento. Depulso. Arresto momento. Accio. Vengatio Leviosa. Okay, ich dachte, ich kann das so aufhalten. Aber scheinbar geht das nicht. Aber da hoch kann ich, oder? Accio. Kiste, komm mal her. Vengadium Leviosa. Kann ich hier hoch? Leviosa. Hier kann ich hoch. Sehr gut. Man muss immer erstmal ein bisschen überlegen, wie was funktioniert. Gerade mit... Oh, wenn ich das da sehe. Gerade mit den ganzen Zaubern. Molchaugenbrille. Okay. Aber es bleibt ja nicht offen. Was muss ich machen, damit es offen bleibt? Ich konnte da nichts da vorschieben. Arresto momento.
Muss ich vielleicht... Was übersehe ich gerade? Ich bin zu doof. Revelio. Was haben wir hier? Warum geht denn die nicht einfach durch? Komm doch einfach rein, Mann. Hi. Steht die hier unten rum? Was? Ausrüstungsplätze sind voll? Nein, nicht jetzt. Unpassendster Zeitpunkt wieder. So eine Scheiße. Revelio. Warte mal, hatte ich das jetzt genommen? Ja. Nicht sprengen, steht da, aber... Was muss ich machen? So, jetzt ist es offen. Ich muss das genau zum richtigen Zeitpunkt machen, oder? Also ich habe es jetzt gerade gesehen. Nein! Das war doch gerade richtig. Accio. Ich muss da Accio machen, oder? Revelio. Ich muss Accio machen. Accio. Vendarium Leviosa. Nicht Accio? Aber das Ding ist doch zum Rausziehen, oder nicht? Accio. Arresto Momento. Accio. Ist jetzt richtig? Okay. Ich komme mir gerade super dumm vor, aber das ist bestimmt so gewollt. Mist. Nein! Okay, Depulso, Depulso, Arresto Momentum, Accio. Okay, 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 okay. Depulso, Depulso, Accio. Gut gemacht, ich bin gleich da. Oh mein Junge, was war das denn gerade? Sorry, dass das gerade so lange gedauert hat. Aber manche Sachen, da stellt man sich halt auch mal blöd an, nicht wahr? Das ist der Hauptturm. Ich vermute, dass wir Harlow und den Brief dort finden. Sorry, ich mache mich unsichtbar. Wir müssen vorsichtig sein, sobald... Ich höre sie. Was? Oh Gott. Oh, der Hippogreif. Hey, lass ihn in Ruhe. Wolkenschwinge. Kennst du diesen Hippogreif? Ja. Na gut, neuer Plan. Ich hole die Beweise, du befreist den Hippogreif. Okay? Das ist unsere Chance. Los! Ich mach die alle kalt. Verdammt! Es muss doch noch einen anderen Weg aufs Dach geben. Ja, Besen nennt sich der.
Oh weh, ich kann nicht fliegen, ne? Hm. Ja, Besen ist hier natürlich. Hier ist Flugverbotszone. Hier geht das nicht. Die hält sich aus Ärger raus. Ah, die kann zaubern, alles gut. Komm hoch da.